Willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie man ein richtig, richtig leckeres Pilzomelett macht. Und wie das geht und was wir dazu brauchen, das verrate ich euch gleich. Und ich habe eine neue Pfanne und dazu werde ich euch auch noch ein bisschen was erzählen. Also viel Spaß dabei. Für unser Omelett brauchen wir ein paar Zutaten. Wie man ein perfektes Omelett macht, habe ich in einem anderen Video schon mal gezeigt. Also ich habe hier 4 Eier, ich habe Austernpilze, Petersilie, Salz, Pfeffer, etwas Butter und 2 Schalotten. Und dann bereiten wir das mal vor. So, zuerst schneiden wir unsere Austernpilze und die schneiden wir einfach in so längliche Stücke. Dann haben wir 2 kleine Schalotten, dann machen wir einfach kleine Würfel draus. Und dann heizen wir mal unsere Pfanne vor. Und jetzt kommen wir zu der Pfanne. Ich bin ja immer ein totaler Freund von jungen Startup-Unternehmen. Und hier haben wir eine neue Firma, eine neue Pfannenfirma. Und die heißen Well Done Studios. Ich habe das verlinkt dann in den Beschreibungen, könnt ihr nachschauen. Und die sagen, wir machen Profi-Pfannen für die Top-Gastronomie und natürlich für den, der zu Hause gerne toll kocht. So sehen die aus. Hier ist das Logo. Das ist eine, sagen wir, eine sehr schöne Pfanne. Die hat ein ganz gutes Gewicht, ist aber nicht zu schwer. Hier die Version mit der Beschichtung. Die Beschichtung wird in Deutschland gemacht. Und ich habe die jetzt ungefähr 3 Wochen im Einsatz. Und ich muss sagen, ich finde es ziemlich cool. Warum findet meine Pfanne cool? Es ist so, ich habe mit einer Wärmebildkamera mal die Wärmeverteilung gemessen und die ist wirklich hervorragend. Es geht also bis hier rauf, dass die Wärme recht gleichmäßig ist. Natürlich hat man in der Mitte einen höheren Spot. Aber das macht natürlich eine Pfanne aus. Sie liegt gut in der Hand, man kann sie noch gut bewegen und ich werde jetzt einfach mal weiter testen und mal schauen, wie sie sich so im Dauereinsatz bewährt, wie die Beschichtung hält, ob die Beschichtung, sagen wir mal, ihre Funktion weiter behält, das werden wir sehen. Aber ich habe die super gerne im Einsatz und jetzt heize ich die Pfanne mal hoch. Und zwar braten wir jetzt die Austernpilze an und zwar recht scharf. Ich habe hier von 9 7,5 eingestellt und lasse die Pfanne jetzt mal hochheizen. Und dann gebe ich jetzt mal das Ding hier anmachen, gebe Olivenöl rein. Und wenn das Olivenöl anfängt, leichten Rauch zu entwickeln, dann ist es heiß, dann kommen die Pilze rein. So, ihr seht, es fängt langsam an zu qualmen. Jetzt kommen die Pilze rein. Zischt sofort. Verteilen und dann erstmal ein bisschen liegen lassen. Temperatur kann man auch höher machen. Jetzt mal auf 8,5. Und dann werden die Pilze einfach gesalzen. Noch kein Pfeffer, weil auch der Pfeffer, der könnte verbrennen. Und das Knistern, was wir hören, das ist die Feuchtigkeit, die aus den Pilzen rauskommt. Die schwenken wir jetzt richtig schön durch. Und wenn die Temperatur passt, dann hört man so kleine Quietschgeräusche. So. Ah, jetzt kommen schon schöne Röstaromen an die Pilze, die kriegen Farbe. Jetzt machen wir die Temperatur etwas runter. Und um mal die Wärmeverteilung zu sehen, mache ich jetzt mal kurz ein Video. Und dann können wir mal sehen, wie das hier aussieht. So, die Temperatur habe ich jetzt runter auf 6 und jetzt kommen mir die Zwiebeln dazu oder die Schalotten. Und die lassen wir jetzt so ein bisschen mit anschwitzen,
Die geben nochmal einen schönen Geschmack. Wenn es euch zu trocken vorkommt, geben wir noch einen kleinen Schuss Olivenöl dazu. Und für unser Omelette, was wir jetzt gleich in der gleichen Pfanne machen, brauchen wir auch eine mittlere Temperatur. Und das reduzieren wir jetzt gleich schon mal. Und zwar gehen wir runter auf 5. Dann hat die Pfanne auch ein bisschen Zeit, sich abzukühlen. So, ich würde sagen, das sieht gut aus. Und dann schütten wir das mal raus. Das geben wir jetzt mal hier in ein kleines Schälchen und stellen das beiseite. Und da wischen wir kurz mit einem Tuch durch. Pfanne ist wieder sauber. Auch sehr schön, also man sieht, da hängt gar nichts dran, also wirklich tipptopp. Und jetzt warte ich einen kleinen Moment, bis die Temperatur runter ist. Und dann kommen wir zum Omelett. Unsere Eier, die würzen wir mit etwas Salz und Pfeffer. So, jetzt geben wir die Butter rein. Und lass die ganz kurz aufschäumen. So, und in der Zeit, kurz davor, fange ich an, das Ei zu schlagen. Und das mache ich wirklich vorher, kurz vorher, nicht in der Vorbereitung, damit das ganze Omelett auch schön fluffig ist. So. Jetzt nehme ich die Temperatur runter auf 3. So, und jetzt gebe ich die Eier rein. Und jetzt ist es so, das Ei, das Omelett, jetzt machen wir wieder die Temperatur hoch auf 5. Das soll nicht Röstaromen kriegen, nicht bräunen. Und jetzt gehen wir einfach her und schieben von außen immer wieder in die Mitte, dass wir möglichst in dem ganzen Omelett den gleichen Gargrad haben. Das habe ich auch schon mal mit einer Gabel gemacht, da habe ich echte Rügen bekommen. Aber wir machen das hier nur, damit wir möglichst überall einen relativ gleichen Gargrad haben. Und wenn es dann anfängt zu stocken, dann hören wir auf damit. Sonst wird es ein Rührei. Aber ansonsten nicht. So. Und jetzt müssen wir ein bisschen Geduld haben. Schauen wir mal auf die Uhr. Jetzt lassen wir das bei der Temperatur einfach stehen. Und warten. Ab und zu mal ein bisschen dann rumnoddeln. Jetzt sehen wir hier schon, dass es außenrum fängt an zu stocken. Und wir wollen es ja saftig haben. Deswegen soll man ein Omelett, also zumindest ist das die klassische Auffassungsgabe, das soll nicht durchgebraten sein, soll in der Mitte echt noch leicht glasig. Und das versuchen wir jetzt mal so. Hier haben wir dann einen Teller. Also das dauert ungefähr 3 Minuten das Ganze, bis wir weitermachen. Ja, das ganze Ei bewegt sich, das ist schon mal sehr gut. Wir haben immer noch die Stufe 5.
Und jetzt können wir dann schon unsere Pilze auf dem Omelett platzieren. Und zwar, wenn das die Mitte ist, in dem hinteren Bereich. Weil wir wollen dann, dass das Ei darüber geklappt wird. So, Temperatur können wir ausmachen. Geben wir das da alles rein. So, und jetzt kommt der entscheidende Moment. Ich habe das ganze Ding hier schön am Laufen und jetzt, wenn ich das so nach vorne bewege, kommt das Ei vorne raus und jetzt, oh Scheiße. Ja, das war der Vorführeffekt. Runter von der Temperatur. So soll es natürlich nicht aussehen. Jetzt habe ich es total zerstört. So soll es nicht aussehen. Also das soll dann schön so eingeklappt sein. Oh Mann, das werde ich wohl nochmal machen. Ja, das ist quasi Fail. Jetzt kommt dann noch ein Stück Butter rein. Das lassen wir nur schmelzen. Und jetzt hacke ich die Petersilie noch ein bisschen. Also das ist nicht mein schönstes Omelett, aber geschmacklich ist es gut. Hundertprozentig. So. Und jetzt habe ich die Butter und die lasse ich da noch ein bisschen drüber. Ein bisschen Petersilie und schon sieht es trotzdem ganz nett aus, aber es ist missglückt. Aber nichtsdestotrotz, so funktioniert es, gelingt mir auch nicht immer. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Also macht's gut, probiert's aus. Tschüss.